So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Hand of Blood Reacted to Dark Souls 2 Speedrun. Wir wissen alle, Dark Souls 2 ist scheiße lang. Niemand hat danach gefragt. Tatsächlich der Weltrekord für All Bosses liegt bei 2 Stunden 6 Minuten. Und Fun Fact, der wurde vor 7 Monaten aufgestellt. Das Spiel ist 8 Jahre alt. Insane. Ich hocke jetzt nicht 2 Stunden 6 Minuten mindestens. Ich muss ja dann wahrscheinlich nochmal zurück und mir das nochmal angucken und denken, hä, wie hat das gemacht? Oder sie. Von daher, wir machen Any% Current Patch. Platz 1 wird gehalten von Marchi, das ist ein Norweger oder eine Norwegerin. Und das Schöne ist, ich habe mal geguckt, übrigens nur 5000 Aufrufe. Also das Thema interessiert ja anscheinend wirklich niemanden in der Community. Aber 4K, da muss ich sagen, geil. Ich setze mich mal hier rechts hin, weil links seht ihr die Items und die Spells und so weiter. Ich habe allerdings wieder die Seelenanzeige unten rechts ausgeschnitten. Die seht ihr oben rechts im Bild. Und ich würde sagen, wir lehnen uns zurück, machen mal Anmerkungen aus. Es kommt keine Werbung, weil ich habe YouTube Premium. Let's go. Ich bin sehr gespannt auf Bowsers Festung. Ich bin sehr gespannt auf... Well, at least that's the first time today the wall didn't blow up. Auf die Undead Crypt. Ist mit Commentary really cool. Und auch wichtig, ne, DLC ist jetzt hier nicht dabei. So, warum hat er die Hälfte seines Lebens gelimited? Verstehe ich nicht ganz. Naja, ist ja nicht schlimm. Okay, softes Commentary. Perfekt. So. Irgendein Name. Scheißegal. Okay, Axt und Bogen. Und 10 Lebenssteine, zieht aber alles aus. I think that was a 34 character creation. Run is insane. Das war wirklich... Half a second. Ja. Er meinte, also, das war gerade, glaube ich, Charaktererstellung in einer Sekunde. Das war insane. My reaction times are really good now. Just yeah. Need 17k to be on one of the times. Was ist das für ein Tacker? 915. Ist es immer so, wenn man... Nee. Okay, wir gucken mal. Okay, geh für... Was war das Morgenstern hier? Ah, nee, nimmt er gar nicht. Er will einfach nur möglichst abkürzen. Es ist between a 905 and a 908. Er ist ja komplett tiefenentspannt. Puls wahrscheinlich bei 30. 17k frame is on one of those numbers. Erstes Flakon geholt. Erstes Leuchtfeuer. Which usually it's not. But... Und hier lang. So, hier ist jetzt wahrscheinlich schon eine Stelle, die tiltend ist für SpeedrunnerInnen, weil hier dieses Tor ist. Das hier braucht ja 8 Jahre, um aufzugehen. Ja, man nutzt wieder Animationen, um auszustatten, auszurüsten. Das kenne ich auch so aus Dark Souls 1. Heilt sich einmal. Gut. Okay. Immer noch nicht einen Gegner gesehen, ne? So, das will er. Aber warte mal, was war denn das nochmal? Muss ich einmal kurz checken. Homeward Bone und Soul of Lost Undead. Homeward Bone? Heimkehrknochen, klar. Okay, also er geht als erstes in Wald, der hier gefallenen Riesen. Und, ja, dodgt alle Gegner. Krass. Ist ja wirklich, er geht erstmal jedem Kampf aus dem Weg. I'm almost 23. Ich glaube, er geht ab und zu auf seinen Chat ein. Weil sonst, like, warum würde man random sagen, ich bin fast 23? Krass, er hat eine Attacke gemacht, dass er sich nicht abrollt nach dem Sprung, glaube ich. So Kleinigkeiten, die fallen mir natürlich als Profi auf. Er rennt halt legit einfach durch.
Retire. Lol, der schießt einfach gegen die Treppe. Man muss nicht mal was machen. Okay, da kriegt man einen Hit. Ist aber nicht schlimm. Gut. So, nächstes Leuchtfeuer. I mean, er ist im Wald der gefallenen Riesen. Am Leuchtfeuer. Die Grandpas, ja. Und er hat nicht einen Gegner besiegt. 20 Seelen reichen für eine Feuerbombe. Er schmeißt die Wand ein. Right? Genau an die Wand? Okay, krass. But why? Lebenstein. That's gonna be me. My rocking chair. Okay. Da, so triggert er wahrscheinlich den Verfolgerboss. Der hat jetzt einmal schnell den Verfolgerboss getriggert. Der kommt ja da oben. Ich glaube, dieses Ticken ist immer dafür da, wenn er kurz vor einem Abschnitt ist. 905 was der correct frame. Was hat er gekauft? Insane. Okay. Nee, wait, hä? Ach, den Schlüssel, ne? Insane. Ja, den Key. Okay. 905 was the correct frame for this run. Cool. Ihr seht, glaube ich. 411-2, that's pretty good. Ich bin ein bisschen davor, ne? Vor den interessanten Sachen. Ich mach mich mal einen Token kleiner. Might have also not been able to sit down at the bonfire, if I didn't. Ja, so. Okay. So, jetzt bin ich gespannt natürlich, auf welche Waffe wird er gehen. Na klar, Degen. Und bufft den komplett durch. Ja. Degen ist halt einfach krass gut. Da kann ich natürlich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ja. So, jetzt einmal zur Katze. Das ist die worst position for the cat. Man merkt, wie krass optimiert die Bewegungsabläufe sind. So eben zum Beispiel die Animation nach dem Türöffnen. Das überlebt man? Die Animation nach dem Türöffnen. Alter, okay, krass. What the fuck? Okay, what? What? Okay, das war einfach arschgut. Holy shit. Das war ja einfach so gut. Es sieht halt so easy aus, ne? Aber es ist so quasi unmachbar. Heftig. Guck mal, die Animation halt alles bewusst eingesetzt. Jetzt ist der schon im Scheißloch? Oh, what? Das ist so einer der schlimmsten Bereiche. Noch schlimmer als Bowsers Festung. Vor allem ist er für alles ein One-Hit quasi, ne? Aber man muss doch sagen, die Leute hier sind richtige Rentner. Er hat übrigens den Katzenring angezogen, deswegen hat er so wenig Falldamage bekommen. Das sehe ich jetzt erst oben in der Anzeige. Also ja, selbstverständlich, aber kennt halt alles auswendig. Lol. Ich glaube, das ist gar nicht so interessant, oder? Ich bin da halt so ultra klein drunter. Ich meine, ihr seht ja die Zahlen hinter mir so ein bisschen. Ne? Oben, also das wirklich Interessante sind ja oben, wie gut er die Zeit wettmacht. Ja. Also zum Beispiel für den Key hat er minus 24 Sekunden. Everything attack. So. Okay. I'm gonna heal twice. Ich werde übrigens diesen Bereich nie vergessen. Es ist wirklich... Sub 7 Bonfire, though. That's cool. Hä, kenn ich den Bra. Das kannte ich gar nicht, lol! Da war ein Bonfire! Oh mein Gott! Ich musste immer durch diese scheiß Gift-Scheiße mich fighten! Ist einfach genau am Boss ein Bonfire! Ja, also der Boss ist ja story-relevant, gibt ja eine der ganz großen Seelen. Du brauchst ja die 4, um. Was war es nochmal? Ja, sehen wir dann. Dieses Spiel ist einfach. Man kann ihm den Arm abschlagen.
krass. Okay, er weiß halt auch genau, wie die Reichweite von dem Attack-Muster und so weiter ist. Er weiß genau, wie weit die Explosion reicht. Das ist krass. Er versucht halt den anderen Arm, glaube ich, abzuschlagen. Hä? Das ist so heftig, die Hitbox, ne? Weil eigentlich erwischt die Hand ihn ja, aber er weiß irgendwie da so, erwischt die einen nicht. So, jetzt müsste ja Aldia kommen. So that was decent. Aber er dodges, damit Aldia nicht kommt. That was actually pretty good, so. Ja, und hier geht's so ins DLC, oder nicht? Nee, geht's nicht. 8-16, maybe? 17? 16. Minus 35. This run is really, really good. Alter, holy shit. I wonder where I'm gonna die. Er geht. Hä, hier geht's so. Geht's hier nicht wirklich ins DLC? Hä? Geht's hier nicht ins DLC? Ich komm grad nicht drauf. Ja, doch. Das ist das erste DLC. Was will der da denn? Hä? Oder bin ich jetzt komplett falsch? Doch, das ist... was will er da? Anscheinend für den Speedrun irgendein erforderliches Item. Der Jump war sehr knapp. Ich glaube, das hat er selber auch gemerkt. Okay, ich bin bereit zu pausieren, wenn er ein Item nimmt. Ey, der Jump eben war auch... Das ist ja so dumm. Okay, er will, dass das hier hochfährt. I'm not gonna do the marchy jumps here. I think I'm gonna get, like, the bounce thing, so... Was ist hier so wichtig? Yeah. Oh my god, it almost threw me off. I thought I pressed L2 twice, but I guess not. Übrigens auch bemerkenswert, er lässt ja nie die Ausdauer ganz auslaufen, weil dann kann er nicht rennen, während sich die Ausdauer wieder auflädt. Dragon Sanctum. Ich überlege gerade, was, also... I knew that wasn't, was going to hit too early. Oh Gott, das war bitter. Dragon Charm, dreimal. Soul of a Great Hero. Okay, heftige Seele. That turnaround? Heftige Seele, klar. I've only seen that happen once before. Da rennt er jetzt einfach durch, dann kommt er in diesen engen Gang nach unten. Welche Items gab's da? Für mich, glaube ich, nichts Relevantes. Doch, den einen Ring, den, der eine Ring, der quasi einem 60 Damage geben kann, je nachdem, dass man durch die einfach durchrollen kann, ist eine Frechheit, das wusste ich nicht. Der einem bis zu 60 Attack Damage gibt, je nachdem, wie leicht man flat belastet ist. So, ich dachte, ja, Flint's Ring, genau. Genau, der gibt dir mir jetzt 60 Attack Damage. Tilt in the wrong direction on your dead, pretty much. Okay, er will aber noch weiter. Was hat das jetzt gebracht? Klettert hoch. Ja, da kommt er schnell dann raus, wenn er jetzt hier links geht. Genau. Ich find's heftig, wie egal ihm einfach alle Viecher sind, ne? Was? Was will er da? Okay. Gibt's da... das ist jetzt der Saal mit den ganzen Sarkophagen. Junge, hier sind halt drei. Die springen einfach über ihn drüber. Der Key. So, picked up the key. This is the furthest I've been today. In 4 hours Technik. Of running, I have, this is the furthest I've gotten. Oh, krass. 11 minutes into the run. Habt ihr gerade gehört, was er gesagt hat? Er hat an dem Tag schon 4 Stunden gestreamt gehabt oder getried. Der ist das erste Mal jetzt so weit gekommen quasi. Das zeigt, wie hoch quasi die Scheiterquote ist, wenn man speedrunnt, ne? Also eine Kleinigkeit ist falsch, wenn du wirklich für den Weltrekord gehst, neu anfangen. Dragonstone? No.
Luckily, we don't have to get that one. Für die Tür brauchte er den Schlüssel. In der Zeit poppt er die Seele. Den Schädel nimmt er, damit die Viecher da hingucken und abgelenkt sind, glaube ich. Genau, der ist ja dafür da, das ist ein Köderschädel. Dass die ihn nicht angreifen anscheinend. Okay, jetzt geht's hier ja ganz hoch. Ist ganz gut, dass er gerade hier ist, weil das habe ich kürzlich auch alles gemacht. Okay, also Flints Ring, das macht Sinn. Weil wenn man wirklich maximalen Damage rausholen will. Hier kommt jetzt der Invade. Right? Genau. In der Zeit kommt er eh nicht durch, also aktiviert er die Dings. Jetzt nutzt er wahrscheinlich das eingebrochene Geländer, um dran vorbeizukommen. Nee, doch nicht. Er macht jetzt einfach die beiden Bosse. Okay, good DLC so far. I didn't see what the split time was for the first part. Right, the key pickup. Aber warum? I did get like the super bound, so. Das war auch so heftig. Er geht like einfach 32. Durch. Ah, Leuchtkäfer. 20% mehr Damage. Okay. Macht Sinn. Bonfire Ästhetik. Warum braucht er das? Ja. Yeah. Warum braucht er das? Für ein spezielles Item, was man eigentlich NG plus 2, plus 1 bekommt. Oh mein Gott. Das macht halt die Speedrun-Ebene eigentlich viel interessanter, dass du halt Bonfire Ästhetik hast. Hat ja, glaube ich, Dark Souls 3 nicht. Und Dark Souls 1 auf keinen Fall, das weiß ich. Also ne, ich habe 3 noch nicht gespielt. Krass, weil du natürlich für ganz andere Items gehen kannst. Ja, er kauft die anderen Leuchtkäfer auch noch. Geh zurück nach Majula, Digga. Heftig. Ich find's halt so schön, man beobachtet das und mutmaßt schon mal, was so sein Plan ist. Ne? Wenn man halt wirklich bislang noch keinen Speedrun für das Game gesehen hat, weiß man ja gar nicht, was die gängige Route ist. Okay, übertrieben viel Ausdauer. Bisschen Leben. Und Anpassung. War das, oder? Oder war es geschickt? Ich glaube, es war für Invincible Frames, ne? Für die Rolle. Okay. Krass, jetzt geht er zurück. A lot of running. A lot of running. Warum geht er? Nee, er geht ja gar nicht zurück. That's this category, pretty much. Okay, er geht jetzt. Instantly dying to the throne. Cave of the Dead. Ich hab's halt auf Deutsch gespielt, deswegen. Und weil es 10 Millionen Gebiete sind, komme ich jetzt nicht instant drauf. Aber ich weiß auf jeden Fall, was ihn hier jetzt erwartet. Ja, genau, Richtung Nebelwald. Richtung Nebelwald geht's da. Und da gibt's ja viele Wege. Also da kann er legit in 3 komplett andere Gebiete gehen, glaube ich. Okay, er entsteinert sie. Stimmt, das Entsteinern. Das habe ich schon wieder voll vergessen. Okay, jetzt muss er tatsächlich alle fighten. Nee? He wants to hide. Warum hat er da 80 Stück hingeschmissen? Stacken die Dauer, dass die Viecher da hingezogen werden? Wahrscheinlich. Andere Erklärung gibt's dafür eigentlich nicht. Sekiro is Pog. Junge, er ist einfach schon, also er ist krass. I had fun with my first playthrough, but the replayability wasn't really. Aber ist schon krass, ne? I mean, wenn du Speedrunner bist, warum entscheidest du dich für einen zweiten Teil? Didn't like it enough to replay it. I mean, wenn wir mal ehrlich sind. I've seen the speedrun. Aber vielleicht einfach, wenn du bei allen From Software-Titeln oder allen Dark Souls-like-Titeln oder allen Dark Souls-Titeln mal eins nach dem anderen halt gespeedrunnt haben willst. Sekiro. Aber gerade so bei diesen Weltrang Erstplatzierten, so ist es halt so heftig. Ist ja so ein Commitment. Und dann für dieses Spiel. Okay, kriegt er, glaube ich, die Rüstung von ihm? Den Helm? Was hat man hier bekommen? Man kauft
Lightning Buff für Waffe, okay. Das macht Sinn. I have to have a good Thrawn to end this run. Because I'm one short of GPR. Okay. Jetzt geht er zum Schloss. Schloss Ring Lake. Ja. Kann man da schon rein? Nee, kann man noch nicht. Test. Doch, kann man. Guardian Dragon without art. Red Tearstone Ring? Wo brauche ich den denn? Probably not too bad. Red Tearstone Ring? I guess you only need like one extra hit. Aber es ist sehr entspannt, but wie er das one macht. Extra hit on also auch so dieses bisschen Smalltalken. South real quick. Ich finde es halt beeindruckend, dass er nicht mal full Fokus ist. Also ja, irgendwie schon. Und du kennst dann ja auch so deine Downtimes, wenn du es halt tausendmal gemacht hast. Also legit wahrscheinlich. Aber trotzdem, ne, wenn das dann der Weltrekord ist. Ah, da hat er jetzt Asketenleuchtfeuer geballert. Okay. Und macht den Dude jetzt nochmal. Ah, jetzt hat das Gift leider ihn getriggert. Okay, jetzt macht er Gift drauf, Blitz drauf. Er macht den jetzt legit nochmal. Entweder nur für Seelen. Entweder nur für Seelen. Weil ein NG plus 1 seine Seele einfach ultra 4 bringt. Er rebufft direkt nochmal. Boah, ist so schnell weg, wenn er das so instant wegdrückt. Soul of the Rotten, Old Dead One Soul. Ja, nur für die Seelen. Also entweder für eine Waffe oder ein Rüstungsset. Oder halt einfach. Weil der sehr easy ist, sehr schnell zugänglich ist, dann einfach nur für Seelen. Als Ressource quasi für den Run, was er alles braucht. Er macht ihn nochmal. Rotten Five is. He just has a lot of HP, really. Er macht ihn nochmal. Kann sein, dass I don't think Rotten is that hard of a fight, but. Or someone that just plays the game, then probably, yeah. Ah, das ist ein bisschen verkalkuliert. Oh, my fire. Ich finde krass, wie er die Ausdauer managt. This is such a horrible spot. Okay, eine Hand. Die geht auch ab. Kann er beide abmachen? Okay, jetzt muss er ja wirklich in Seelen schwimmen. Holy pretty good, though. Shit. Er macht nur mit den Flintsring im normalen Degen, ich glaube auf Stufe 4 oder 5. Nice. Und der Blitzverstärkung. Hey, jetzt nochmal den NG plus 3 Rotten? What? I mean, ja. Wenn, dann muss es. Dann ist es, ja klar, ist halt nur für Seelen. Tried buffering a roll there. Didn't work. Kann es sein, dass er vergiftet werden will? Hat er irgendein Equipment, dass er auf Low HP mehr. Ach. Ah! Das ist der. Wait. Man hat kurz seine Ringe gesehen. Ist dieser Red Tearstone Ring. Ich dachte, es war der, der die Gegner eher pullt. Scheiße, was? Buffering a roll there. Didn't work. Aber vielleicht ist es der, der auf Low. Wo er auf Low HP mehr Damage macht. Ja. Ja. Der rechts oben. Deswegen. Oh mein Gott. Jetzt verstehe ich das erst. Der lässt sich bewusst. Deswegen ist dieses Szenario hier so perfekt. Der Boss hat relativ einfache Attacken. Ist als einer der Hauptbosse
jemand, der wahrscheinlich extrem viel Seelen einfach gibt. Und du kannst mit dem Red Tearstone Ring und Flints Ring hier mit gar keiner Rüstung so viel Damage trotzdem fahren. No way, please. Good. Ich sehe gerade auch rechts erst Rotten 2 und 3, Rotten 4, Rotten 5. Was? Hä? Ey, gut, dass ich das jetzt erst sehe, sonst hätte ich ja die ganze Zeit schon gewusst, was kommt. Oh mein Gott. This Rotten 4 time is pretty insane. Ach, deshalb! Man braucht ja viermal die großen Seelen, um zu diesem Schloss zu kommen und. Ja. Ja, oh, da habe ich mich ja tierisch drüber aufgeregt, aber okay. Wie war das nochmal? Also entweder um ins Schloss zu gelangen oder zum Schloss zu gelangen oder um zu Vendrick vorzudringen und dann halt letztendlich den Endboss-Fight zu haben. Dafür brauchst du vier dieser ultragroßen Seelen. Die haben einen speziellen Namen, habe ich vergessen. Und normalerweise ist ja geplant, dass du halt die vier großen Bosse legst. Aber anscheinend reicht es, wenn man einfach den Rotten viermal macht. Aber warum fünfmal? Vielleicht wirklich dann. Das ist alles so knapp. Maschallah. Das ist so heftig. Ach, ich glaube, immer wenn er mit dem Arm so swiped, ist das eigentlich eine Attacke mit dem rechten Arm, aber der ist ab. Deswegen hat der linke Arm keine Hitbox. Eigentlich ist das so ein Swing mit der Waffe und der linke Arm geht dem so nach. Okay, down it. Down. Alter, what the fuck? Er hat Rotten 5 gemacht. Nur mit dem Degen. Quasi. Heftig. Oh, Master 23. Aber bisher kein Glitch und nichts genutzt, ne? Also das war in Dark Souls 1 und Elden Ring viel heftiger. 9 seconds ahead of the VR, I think. But I've had multiple paces like this. And they've all died, so. Not expecting too much of that. 51 Ausdauer, ja. Ausdauer ist wichtigste Scheiß in diesem Game. Oh, er geht auf ein Quality Build. TSU has 40 VR. Stärke, 40 Geschick. Es war wirklich für Seelen. Er hat noch 18.000 Seelen übrig. Also unter anderem wirklich für Seelen, I guess. Weil die anderen Bosse sehe ich da nicht aufgelistet, die man braucht, oder? Dragon Riders. Das sind die in der im Schloss. True. Mirror Knight ist auch der im Schloss. Frog. I remember the first time I got a really, really good Rotten Time. I think it was like a 23-12, I think. I was shaking all the way from here. Ja, to jetzt geht er zum. Jetzt geht er. Nee, hier geht's zum DLC, aber auch zum Schloss, right? Du konntest da durchgehen. Also hier ist auf jeden Fall im Shrine of Winter, really teleportierst good, du dich ins dritte DLC. Genau, aber du gehst durch zum Schloss, right? Nee, hä? Ja, doch. Wait, yeah. Ich glaube, da hat er jetzt wirklich was geskippt. Okay, das haben wir. It would have been like a 50-17, I think I retimed it too. So 1 second faster than my PB currently. Nee, ich glaube, da war alles normal. Das ist halt der Weg. Hey, Jumper. Aber er ist da so runtergesprungen. Naja. So, jetzt kommt er auf jeden Fall zum Schloss. Genau, die Dudes mit ihren Armbrüsten pennen einfach. Ehre. Dragon Lake Castle. My best pace ever on Rotten is at 22.54. Krass. Der war But mal bei den ganzen Rottens 6 Sekunden eher durch. Was insane. And it was also a fake run, so. So, wie war das jetzt hier nochmal? Musst du alle killen? No. Genau. Du musst die Leute killen, damit die Seelen in die Bottiche fließen. Dann werden die Dudes aktiv.
Was macht er jetzt? Jetzt ist der Red Tearstone Ring aktiviert. Come back. Thank you for the good luck. Was hat er gemacht? Was ist das? Was ist das Item nochmal? Ist es nicht so eine Faustwaffe, ne? Das ist so ein Fäustling, glaube ich, ja. Warum hat er den jetzt abgeballert? Das ist respektlos. Das Ding ist, ich komme ja aus einem Format, wo man nie durchrusht und nie ein Risiko, also ich gehe ja kein Risiko ein. Ich spiele ja super safe und möglichst ordentlich. Und ich sehe das und habe Angst, weil ich hinter mir das Rattern höre. Okay, dudes. Warum spielt er mit dem Fäustling, Alter? Okay, es reicht, wenn er einen killt, no, this um is da die Tür zu öffnen. As real as they can be. Okay. Boah. Also wirklich, ich sehe das und alle Haare stehen mir zu Berge. Es ist so, ich hab ungefähr, ich glaube, 5 Monate Dark Souls 2 gespielt. Jede Woche. Fast, ne? Einmal Corona-Erkrankung. Und das heißt, seit 5 Monaten. Nice, no damage in this room. Seit 5 Monaten. That's really good. Ist alles auf mir, in mir gepolt, auf kein Damage kriegen. Oh, what? Der hat einfach legit Platz gemacht für ihn. He just moved out of my way. Das ist wieder so dieses Ding, wie random die KI in Dark Souls 2 ist. Da musste er sogar lachen. Als I have never seen that before. Und ich dachte immer nur, ich wäre ein Noob, dass ich das Spiel nicht. Aber es ist legit. Just like that. So oft sind die Dinge so weird, wie die Leute sich teilweise zum x-mal verhalten. That's true, I've heard. Okay, dafür. Okay, er schießt ihn, glaube ich, einmal ab, damit er runterspringt. Okay, er. 4 Schläge. Das ist so krass. Aber das ist auch so stereotypischer Dark Souls 2 Bossfight, muss ich sagen. Aber dadurch, ich meine, in der Masse von den Dark Souls 2 Bossen, es gibt ja unendlich viele Bosse, sind dann doch ein paar Quality-Bosse dabei, finde ich. Zum Beispiel sehen wir gleich Spiegelritter. War bei mir ziemlich lame, aber yes, hat er die Möglichkeit, Bosse zu beschwören. So I get better RNG. Okay, also das ist jetzt alles story-relevanter Weg. Erklärt sich mir, ich glaube, beim Rotten war ich auch right. Ich meine, er hätte auch 4 machen können, er hat aber 5 gemacht für die Seelen, damit er die ganze Zeit leveln kann. Ach, gegen die hat er das gekauft, weil gegen die Stichwaffen nicht gut sind. So. Okay. Ja, jetzt geht er einfach zum Spiegelritter. Auf Ehrenbruderbasis. Jetzt kommt das Pferdchen noch. Oder? Oder kann er das? Ja, doch. Oh, lol. Oh, schafft er das ohne Köderschädel? Oh Gott. Heftig. Er guckt nicht mal, also er, auch die Kameraführung ist sehr auf den Boden gerichtet, ne? I was so close to hitting that thing that's this up there. And that arrow was very close to hitting it. Ja, Bruder, das dachte ich mir auch gerade. Also, es muss halt alles stimmen, wenn du einen Weltrekord machst, ne? Also selbst, egal wie gut du bist, dann muss das Spiel noch einen guten Tag haben. Das ist so dumm. Dieses RNG würde mich so tilten. Ich meine, mich tiltet sie ja schon. Gut, immerhin muss er nicht, wenn mal so ein negatives RNG hittet, muss er nicht damit rechnen, dass er ausgepeitscht wird. I mean, immerhin, ne? Das unterscheidet mich von ihm. Aber ansonsten. Reveal the truth, ja. Yeah.
Das war gerade ein bisschen awkward, dass er auch gelacht hat in dem Moment. Warum schießt er manchmal so random? Hat das einen Sinn? Er hat draußen einmal den Elefanten abgeschossen. Eben, glaube ich, den einen Dragon Rider, damit er runterhüpft. Das ist der Königsring, genau, damit er überhaupt hin kann. Sie wird nicht befreit, warum auch? Oh, damn. Hello, 226. I think this can gold by like 0.2 seconds. Hä? Was ist das? Das ist kein Charakter. Das ist, sieht aus wie von Unreal, von Unreal Tournament so ein Armor-Pack, was einfach über dem Boden hovert und sich dreht. Hä? Oder Quake. What? Was war das denn? 0.3 maybe. Welchen Ring hat er gewechselt? Achso, er hatte den ausgezogen, den Katzendingsring. Warum? Auch gar kein Chlorantin-Ring, ne? Er geht einfach nur viel Ausdauer. Das kann er nur machen, weil das ein Rentner ist. Krass. Okay, warum hast du den Bogen los? Okay, du machst ihn mit der Waffe? Er hat die doch nicht mal verstärkt, oder? Das ist halt das Ding. Das finde ich wirklich sehr krass an Dark Souls 2. Ja, Ausdauerregeneration ist wirklich komplett zum Kotzen. Generell Ausdauermanagement, das Wichtigste in Dark Souls 2, meiner Meinung nach. Und daher ganz vielen Attacken dodgen, indem man sich einfach nur bewegt und nicht rollt. Das ist so krass. 0.3, cool. Das meinte er mit Golden. Heißt, also, ich glaube, er hat das Programm so eingestellt, dass er vor seiner bisher an dem Tag besten Zeit ist. Und ich glaube, wenn die Zahl golden ist, dann ist er vor dem aktuellen Weltrekord. Zumindest bei dem Segment. I have 7 life gems here, and that's pretty good. Und das meinte er mit golden. That's a very good count. Ja. Okay. So. Oha. Ja, diese. Er springt ja nicht runter. Oder diese Attacken macht man ja, damit man nicht zu weit fällt, glaube ich. Alter. Nur das, ich muss auch sagen, das Gebiet habe ich schon nicht so geil gefunden. Das habe ich sehr gehasst. Das war sehr frickelig. Man musste ultra aufpassen, was man pullt und wie. Gerade in meinem Format natürlich. Mit dem Rad. Alles mit Pfeil und Bogen gemacht. Super nervig. I might do the peachy line here. Okay, was war hier jetzt genau, hier kommst du in die andere Krypta dann, ne? Oder? War das der Weg? Boah, ey, es sind so viele Gebiete. Ich find's sehr schade, dass man nicht sieht, dass er Bowsers Festung macht. Also ja, All Bosses wäre auch nochmal was. Aber 2 Stunden, 6 Minuten. Ey, das muss man, glaube ich, zu zweit machen. Das kann ich, da kann ich mal, ey, da, ich gehe ein. Also, weil ich finde es halt krass, dass gar nicht geglitscht wird. Und ich gucke ja nicht glitchless. Ich meine, ich kann gleich nochmal auf Nummer sicher gehen, aber warte mal, geht er da voll im Wasser lang? Krass. Was hat er sich gerade angezogen? Den Helm? Gauntlets? Bandit Gauntlets? Und den Bandit Helm, glaube ich, oder? Vom Start. Warum zieht er den an? Weil vielleicht genau die Rüstung hier braucht, um von den Leuten runtergeschlagen zu werden. Sodass der Red Tearstone Ring triggert? Keine Ahnung. Guck mal, allein er, der bislang überall perfekt durchgekommen ist,
Wird hier zweimal gehittet, ne? Das sagt alles über dieses Gebiet aus. Es ist einfach unskippable für einen normalen Menschen. So. Was macht er jetzt hier? Er geht, also, okay, er will gehittet werden. Damit Red Tier Stone Ring triggert. Aber ist er noch gar nicht getriggert? Not gonna do the risky stuff. Almost dies. Aber jetzt ist ja der Red Tearstone Ring nicht. Das meint er mit Frog. Das meint die mit Frog, ja. Aber Red Tearstone Ring ist doch noch gar nicht activated. Der Boss war so komisch. Der war wirklich. Der war komplett garbage auch. Weil es Gefühl, also es passiert ja wirklich in Slow-Mo seine Attacken. Naja. Müssen die wissen. So, wie gut ist seine Zeit? Ah, ist noch nicht bit vorbei. Too late. Like 0.2 seconds too late on the R2. Ah. Ja, ich glaube, die eine Attacke hatte sich nicht getraut, noch zu nehmen. Dann hätte er den Red Tearstone Ring. Luckily, my health there is perfect though. Und dann hätte er mehr Schaden gemacht und den ein bisschen schneller gekillt. Ja, also hier war er nicht ganz unfair. Unfortunately, I didn't get a überhaupt nicht. Krass, er war richtig bad in dem Segment. If you had done like any other attack. Oder nee, wait. That would have been. Nee, falsch. Cycle, ich habe komplett falsch das gelesen. Alles gut. Immer noch 37. Ich wünschte, man würde sehen, was der aktuelle Weltrekord ist, anstatt seinen bisherigen besten Run an dem Tag wahrscheinlich. Also es ist ja any percent current patch. Es kann sein, dass current patch die ganzen Glitches gepatcht hat. Weil any percent einfach so, ohne current patch, ist halt 14 Minuten der Speedrun. Den können wir uns im Anschluss nochmal angucken. Weil ich muss sagen, ich finde die Glitches immer am krassesten. Also wirklich, da kippt mir immer die Kinnlade runter. The run killer. Weil bisher muss man ja sagen, ist nice. Der Run einfach nur sehr optimiert gespielt. Also er hat einen ganz klaren Gameplan, weiß genau, wo er welche Items braucht und bekommt und was er dafür machen muss, wie viel Seelen, was am optimalsten ist. Komplett durchoptimiert, aber er hat jetzt keine krass heftige Abkürzung oder irgendwas. Perfect Bright Buggy. Wisst ihr, was ich meine? Warte mal, ist der gerade aus durch das Schlimmste von allen Gebieten so gut? Alter, habt ihr gesehen, was er gemacht hat? Er hat hinter den Dude geschossen, sodass der sich dann umdreht und er deshalb hier durchgehen kann. Und er kommt einfach durch das allerschlimmste Gebiet einfach so durch. Das tut so weh zu sehen für mich, weil ich weiß halt, mit wie viel Schmerz ich da durchgegangen bin. Alter, das ist unfassbar. Unfassbar. So, jetzt Feldstart, genau. Der Wächter vor Vendrick. Und nach Vendrick kommen die beiden Guardians im Thronsaal. Den habt ihr ja in meinem finalen Try einfach nicht gesehen. Oh, er hat das Schlüsselschwert. Habe ich gar nicht mitbekommen. Krass. Volle Ausdauer gewartet. Und tot. Krass. Ultra clean. Und die Waffe direkt wieder abwählen. So, jetzt geht er zu Vendrick. Muss er das machen, weil sonst. Achso, ja klar, das muss er aufsammeln. King's Ring, genau, weil sonst öffnet sich nicht die Tür zu den Guardians vom Thronsaal. Oh my god. Okay. Da ist jetzt auch was aufgerückt. Da ist jetzt noch Giant, also der König der Riesen heißt er, glaube ich, zu Deutsch. Aufgerückt. Wait, Guardian. Okay, ist was anderes.
Ich dachte, das wären die Thronsaal-Dudes. Guardian? Wo geht er jetzt hin? Ah, jetzt geht er hier zu Aldis Castle. Das. Ich versuch's die ganze Zeit zu lesen. Aber ja, weil es sind ja teilweise erforderliche Schritte, um einfach weiterzukommen. Und teilweise einfach Schritte. Is this it? Nothing is decided until I kill Giant. Die richtigen Items und so weiter zu bekommen. Und die richtigen Ressourcen allgemein. Jo, Aldis Castle, Digga. Aldi Nord. Ich war noch nie in einem Aldi Süd. Anyway. So. Ach, dann ist der Guardian der Boss dahinter. Und Mistheart. Stimmt, er braucht ja den uralten Drachen. Den muss er ja killen. Nee, den muss er ansprechen, glaube ich. Killen nicht. Um das Item zu bekommen, dass er in die Vergangenheit reisen kann. Zu. Das ist übrigens eine sehr coole Stelle. Zum König der Riesen zum Beispiel. Weil er braucht ja die Seele vom König der Riesen, um. Nee, wait. Ich krieg's nicht. Dieses Spiel ist so dumm. Es ist abstrus, was man alles machen muss. Und auch ja, erstmal, ich war ja in der Situation beim ersten Playthrough herausfinden muss. Ist ja insane. Weil dieser Speedrun zeigt ja sehr gut, klar, er hat mit den Rotten das so ein bisschen umgangen, dass er den einfach ein paar Mal abfarmt und deswegen die anderen Bosse nicht machen muss. Aber dieser Speedrun zeigt trotzdem sehr gut, dass einfach so viele Gebiete ein bisschen wasted sind. Okay, jetzt hat er perfekt den Red Tearstone Ring aktiviert. Okay, das ist der Guardian, verstehe. Den lässt er aufstehen? Hallo, er erwischt da den Kopf. Oh mein Gott. Es ist so durchoptimiert. Ich glaube, die Waffe ist vor allem geil, weil sie ein sehr breites Angriffsmuster hat, dass du ziemlich safe auf sowas triffst wie die Beine. Weil da zum Beispiel mit dem Degen war immer sehr ätzend. Ich meine, war dann auch easy. Der Boss war wirklich easy. Ich drehe das mal kurz lauter hier bei der Hardware. Wait, ich krieg's gerade nicht hin. Also, dank der Technik von heutzutage konnten wir aufdecken, dass er komplett ausgerastet ist, weil er anscheinend so eine goldene Zahl hier jetzt gehittet hat. Und anscheinend war sein Mikro so eingestellt, dass das diesen explosiven Sound von ihm komplett runtergeregelt hat. Gibt ja super viel automatische Einstellungen, auch in den Sound-Settings. Holy shit. What? Das war ja so, so off zu allem bisherigen, wie er sich bislang verhalten hat und was er wie gesagt hat. What the fuck, Alter? Er ist gerade komplett ausgerastet. I really hope I get RTS Arnish Andro. Und so kommt er wieder? Ja, ich hoffe, ich krieg das. What? Ja, I mean, imagine, du trainierst das ein Jahr und schaffst nie genau diese eine Sekunde mehr, um deinen Weltrekord beispielsweise zu schlagen, ne? Ach du Scheiße.
Okay, aber es ist interessant. I have a lot of life gems left, so. Hä? Das ist doch nicht real! Wie kann er jetzt wieder so entspannt sein? Hä, war das ein Sub-Alert oder so? I have to use one. Ich bin so verwirrt. It's like five, despair. Das war kein Sub-Alert. Er hat's doch genau. Das war doch genau dann, als hier das Update kam vom Guardian. Hä? What? Es ist ja so stupid. Das ist doch nicht real. No, I don't have to. Or will I have to use one on Lashandra? Das war nicht schlecht. Davon würde ich gerne mehr sehen. Do the laser. And I have to use one. Okay, hier rollt man anscheinend, weil man ansonsten nicht schnell genug drüber rennt. Ach, weil man in der Hocke darüber geht automatisch, okay? So like four, despair. Ja, jetzt sneakt er sich durch zum uralten Drachen, kriegt das Item, reist in die Vergangenheit, killt den. Warte mal, aber was ist Mist Hart? Muss man den doch killen? Man muss ihn doch killen. Okay, ja. Ja, stimmt. Ich habe ihn ja erst nur angesprochen und habe nichts bekommen. Weil das ist halt auch so krass. Das Game sagt dir ja nichts. Und ich finde, hier treiben sie es wirklich an die Spitze. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Du kommst zu diesem uralten Drachen. Und er engagiert ja nicht. Also er ist ja super friendly. Warum solltest du ihn angreifen? Weil imagine, in Dark Souls 1, der Riesenwurm, der dich isst und dann transportiert, der ja friendly ist, hab den Namen vergessen gerade, imagine, der würde mit dir nicht reden. Und du würdest ihn dann angreifen. Okay. So in dem Verhältnis steht das. Da ist ein Riesendrache, der nichts tut, der sogar mit dir redet. Der redet mit dir. Okay, ich nehme alles zurück. Ah, Mist Hart war aber richtig, aber okay. Dann nehme ich alles zurück, es tut mir leid. Aber es gibt andere Beispiele und ich bin trotzdem voll dabei. Es gibt andere Beispiele, die sind so abstrus, die... Da ist halt Dark Souls 2 wirklich meiner Meinung nach ein bisschen off. Aber da wird noch ein Video kommen. Ich werde ein Video machen. Krass. Damit spart er sich so viel Zeit. Ich werde ein Video machen, weil Dark Souls 2 so polarisierend ist als Thema. Wo ich einmal erläutere, wie ich Dark Souls 2 finde. Und warum. Das will ich aber erst nach der Gamescom machen. Die übrigens gerade ja, glaube ich, läuft, wenn dieses Video released wird. Weil ich da mich auch ein bisschen vorbereiten will. Das soll nicht so aus der Luft gegriffen sein. Krass. Okay, ich habe mich die ganze Zeit nämlich an der Stelle auch gefragt, wo sind hier die Safe Spots? Alter, der Schaden ist so bastet. Wirklich. Er hat das Schwert nicht verbessert. Also, ich habe es nicht mitbekommen. Er hat es nicht verbessert. Bitte hau nicht auf deinen Tisch. Aber warum ist das jetzt nicht golden? Was soll man da besser machen? Okay, ich glaube, ab jetzt wird er die Fresse halten. Weil er merkt, glaube ich, und das ist wahrscheinlich ultra selten, wenn man speedrunnt, er merkt, glaube ich, was gerade möglich ist. Hä? Wo sind rechts und links die beiden Dudes? Rechts und links sind doch eigentlich zwei Dudes, die ihn angreifen. It's all up to Thrandio, pretty much. Okay. It's all up to Thrandio. Jetzt ist halt wahrscheinlich für ihn so Hoffen auf gutes RNG. Je nachdem, wie sich die Bosse verhalten da jetzt. Einmal die beiden ersten, deswegen steht da Trio, jetzt habe ich es verstanden. Die beiden Thronwächter und dann halt Lashandra. Aber wie kriegt er jetzt den Damage rein, damit er Red Tearstone Ring aktiviert hat? Der heißt so, ne? Nicht Redstone, nicht... Nee, Red Tearstone Ring. Thank you, Entry. Oder? I'm gonna need it. Das wäre schlimm, wenn ich die ganze Zeit falsch sage. Das ist das Problem, wenn man nicht streamt, da wird man ja auch nicht verbessert. Und dann zieht sich sowas durch eine ganze Aufnahme. Das ist schon schlimm. Also, das ist fatal.
Okay, er muss die jetzt in 3 Minuten und 18 Sekunden schlagen. 2 Minuten und 18 Sekunden. Boah. Also gerade auch die aggressiv zu spielen, ist, glaube ich, auch nicht leicht. Hä? Wieso hat er keinen Schaden bekommen? Was hat er davor aktiviert? Er hat die Blitzverstärkung und Leuchtkäfer. Das. Leuchtkäfer nicht. Hatte er schon vorher. Also muss. Ist ja der goldene Schimmer, oder? Okay. Aber warum wurde er nicht getroffen gerade? Er geht in den Typen rein und guckt nach unten. Der schlägt über ihn hinweg. Das. Das hat der Typ nie bei mir gemacht. Hä? Was passiert da? Das ist jetzt RNG, weil sie die ganze Zeit blockt. Oh mein Gott, ich fühle das so sehr, was er da... Er hat leider sich nicht ganz auf Red Tearstone Ring runterballern lassen. Aber ich glaube, es ist auch nicht mehr so wichtig, weil einfach der zeitliche Aspekt... Es ist wahrscheinlich eigentlich... Oh, er sagt, das war horrible. Es ist wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt nicht möglich. Okay, wenn das jetzt horrible war, dann muss ja jetzt alles ultra krass laufen. Aber das ist ja auch einfach nur ein Damage Race. Deswegen verstehe ich nicht, was er hier jetzt an Zeit gut machen soll. Jetzt Redstone, Red Tearstone Ring an. Und er versucht gegenzuheilen. Er heilt gegen mit dem Lebensstein. Oh mein Gott, das hält aber nicht ewig. Oh mein Gott. Oh. Weiß er schon, dass er es geschafft hat? One second, VR. One second. Okay. Damn, that was a good run. Oh my god. Okay, er ist übertrieben gerührt und emotional und cool. Aber warum ist er dann einmal so ausgerastet und hat seinen Tisch fast in zwei Teile gehauen? Das war ja so krass bei 46. Es muss ein Sub-Alert gewesen sein, als er irgendwann mal. Also, das kann nicht. Ja, yeah, this is a real run. Okay, krass. Leute, jetzt will ich es aber wissen. Any percent, nicht current patch. Da ist es auch ein Norweger. Stannis. Auch ein Jahr her. Hä? Wait. Was ist denn Current Patch dann? Und Restricted ist wahrscheinlich dann auch, okay. Rein. Rein, Leute. Okay, let's go. Ah, schön. Er hat das alles rechts oben. Branch, Skip, Door Percent, Giant Lizard, Yawn, The Athletic Duo, World Record. Ja, ist jetzt ein bisschen pixeliger. Aber ist auch jetzt gut im Vergleich. Also, sorry, ich weiß, ich habe anscheinend Current Patch falsch. Also, ja doch, wahrscheinlich wurden die ganzen Glitches rausgepatcht. Und dann spielen die hier auf einer alten Version, aber halt vor einem Jahr. Wahrscheinlich irgendwie manuell eine alte Version rangeholt. Okay, er macht Weo nicht halt. Okay, und er hat okay. Interessant. Wofür braucht er Rusted Coin? Na gut. Kein Commentary. Aber bisher ist ja alles entspannt.
Er geht jetzt auch erstmal knappe 3 Minuten wahrscheinlich. Branch Skip. Was könnte Branch Skip sein? Ah, Branch Skip. Branch ist doch dieses Item, womit du entsteinerst. Wie kann man das skippen? Okay, ich bin so gespannt. Ich glaube, das ist jetzt erst so richtig nice. Ich muss sagen, ja, der Speedrun eben war halt ultra clean alles, ne? Heftig gespielt. Auch heftiger Plan. Ich meine, die arbeiten sich ja alle auch irgendwie gegeneinander. Birkulas. Degen. Dolch. Ja, erweckt. Birkulas. Ich weiß nicht von Naruto irgend diese Fähigkeit. Na egal. Wählt die aus, guckt einmal durch. Geht instant wieder raus, springt dabei und ist einfach macht Speedhack. Es ja. Are you? Er benutzt die ganze Zeit. Er guckt immer mal wieder rein. What the fuck, Alter? Genau davon habe ich gesprochen. Ist das stupid? Vor allem ist ja ultra anstrengend. Okay, wie skippt er das jetzt? Was? Und dafür musste er jetzt wirklich auch den Typen da umboxen? Oh, bitter. Das ist wahrscheinlich ein bisschen RNG. Okay, auch nicht. Ist das Absicht? What? Es ist ja so stupid. Was sehe ich? Okay, gut, dass die gepatcht haben. Das ist ein reines Meme. Es ist komplett dumm. Also dieses Fernglas. Das ist ja... Das schädigt ja einfach alles. Ich finde es so krass, wie die Leute das rausfinden, Mann. Was hat er aufgesammelt? Okay, warum ist das wichtig für ihn? Ist das so gute Waffe? Ist das eine so gute Waffe und das Schild? Okay, er wechselt auf Schild. Hat einen Red Tearstone Ring, glaube ich. Nee, das ist ein anderer. Okay, er hat jetzt das Schild. Ich glaube, die bauen da Tempo auf, wenn die das machen. Aha! Klar. Klar. Junge, da war der eben nach 40 Minuten. Und das war ein Speedrun. Das ist so dumm. Also Jorm ist der Guardian Dragon, oder? Ist Jorm der Guardian Dragon? Ja, wie killt er den denn jetzt? Also, hä? Er kann doch niemanden killen. Er hat doch keine Waffe. Ah, jetzt mal wieder hier ein bisschen Tempo aufbauen. Nee, hä? Warum hat er das gemacht? Warum hat er den jetzt gemacht? Das verstehe ich nicht. Wir haben jetzt solche Typen. Hä? Habt ihr es gesehen, wie er die Tür aufgemacht hat?
Warte, was macht er hier? Das, ganz kurz. Er rüstet aus. Flask 0, 20 Lebenssteine hat er. Pharos, hier Lockstone. Discardet er. Geht aber nicht, anscheinend. Die sind jetzt so rot umrandet. Wahrscheinlich, weil er im Fahrstuhl ist. Discard all. Achso, nee, er selected you und discarded all selected items. Okay. Default Position. So, jetzt hat er die Axt und den Dagger. Und den Dagger lief er auch. Die Axt auch. Hä, aber zumindest am Ende muss er doch die Trios killen, oder nicht? The Athletic Duo. Er muss doch Nashandra killen. Damit da er sich reinmoved in dieses goldene Scheißding und die Cutscene kommt mit ne, Credits. Das ist so viel absurder als alles, was ich bei Dark Souls 1 und Elden Ring Speedruns gesehen habe. Weil, also auch da wurde rumgeglitscht und so, aber da hatten die halt wirklich Waffen in der Hand und haben auch mal einen Boss gekillt. Mussten sie. Wie kann Dark Souls 2 denn so kaputt sein? Oder gewesen sein, to be fair. Das muss die Waffe sein, mit der er was vorhat. Dragon Tooth. Gibt es wahrscheinlich nur zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass man die da bekommt? Das ist der Drachenzahn. Hat er genug Stärke? Er muss so leveln jetzt irgendwann. Er holt sich jetzt einmal das Item. Dann muss er sich ja... Ja, er braucht ja den Königsschlüssel. Alter, dafür hat der andere eben geaimt. Oh mein Gott. Das ist so bastard. Das war eine Seele. Wahrscheinlich einfach, ne? Um gleich ein bisschen Ressourcen zu haben. Dieses Fernglas ist so dumm. Wirklich, es ist... Ich bin total baff. Also ich wollte ja ein bisschen Glitch und so, aber damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ja... Also das... Ja gut, wie sind 14 Minuten sonst zu erklären in Dark Souls 2? Oh mein Gott, da hat er, das war gutes RNG. Ich meine, er ist extra weit außen gegangen, um die so ein bisschen rauszuziehen, wenn sie triggern. Wenn sie gebaitet werden. Aber, wenn sie gepullt werden. So. Aber ja. Er hat jetzt auch keine Feder und kein... Guck mal, der Charakter ist komplett kaputt. Ah. Okay. Ja, so kann man sich natürlich Heimkehrknochen auch sparen. Ich meine, er hat ja bisher keine Seelen bekommen, klar. Der Hit ist komplett kaputt. So, jetzt levelt er ein bisschen. 20.000. Bearer of the Curse. Ich wette, er... Dexterity, Stärke. 27 Stärke. Der Drachenzahn braucht doch mehr, oder? Und wie der trippelt. Alter, wie genau er auch ankommt und dann auch wirklich alles trifft, ne? Krass. Okay, jetzt weil der Riesen. Das war nochmal Jorm. War Jorm nicht der Frosch? Nee. Irgendwie, der muss immer über die rüber rollen, um dann halt komplett durchzublitschen. What the fuck? Okay, 27 Stärke reicht anscheinend für das Ding.
Und jetzt reist er nicht zum... Doch, zum... Ja, ja, genau. Okay. König der Riesen. Er haut Magie drauf. Lässt sich hit. Er hat halt genug Ausdauer für zwei Schläge. Das ist echt Leben am Limit. Weil der Base Damage vom Zahn carried ihn ein bisschen, aber er hat da wirklich gar keine Ausdauer. Krass. Das muss auch sehr viel RNG sein, ob da der Dude ihn mal mit dem Fuß erwischt oder nicht. Ja, wobei. Oh, er waste, also er teleportiert sich, bevor er die Seelen vom König der Riesen erhält. Right? Dann, damit sind jetzt 5000 Seelen weg, aber er kriegt jetzt richtig 75.000 reingeknallt. Geil. Boah. Ey, ist heftig. Ist so heftig. Ja, er hat halt eigenen Namen. Das war jetzt Jorm. So, jetzt kommt das Athletic-Duo. Er hat auch wieder einen, über den er drüber rollt, um dann diesen Bug zu abuse. Oh, er hat Pech. Er hat richtig Pech. Krass. Ah, jetzt hat er es geschafft. Okay, er muss einmal drüber rollen, über einen am Boden liegenden Gegner. Dann kann er eine Wand hochrennen, nachdem er das Fern... einfach nur diese Kombination an Dingen ist ja komplett stupid. Wer hat das wann rausgefunden? Ich möchte es so gern wissen. Darüber kann man doch ein Doku machen. Ey, es ist so heftig. Was denn jetzt? Achso, jetzt geht er zum Schloss. Er ist einfach unterm Schrein des Winters hier mal durchgetaucht. Holy Water? Okay. Jetzt geht's hier nochmal ab. Krass, bei dem Blut eben hat er echt Pech. Und er kann auch einfach über Luft... Also, auch dass man dann nicht runterfällt, ist es so krass. Der Athletic, du... Das müssen doch die Typen sein, die im Thronsaal sind. Vielleicht glitscht er sich jetzt direkt in den Thronsaal und skippt dadurch, dass er den Ring braucht. Er ist genau, was ich gesagt habe. So, und jetzt gehen einfach 2 Minuten drauf für den Bossfight, weil er so schlecht equipped ist. Guck mal, er hat nicht mal genug Stärke für den Zahn. Kann den nur, ja klar, zweihändig halt tragen, weil er die Hälfte hat. Das ist krass. Okay, er nutzt aber auch, dass er arschschnell ist. Junge, ey, genau an der Kante. Will er die runterfallen lassen? Hat doch nur Magie-Scheiß drauf getan. Dann das Schild kurz. 2 Schläge getankt und dann haut er einfach nur zu. Ach! Sie ist runtergefallen. Ich dachte, das wäre sein Schaden. Sie ist genau in dem Moment runtergefallen, wo er zugehauen hat. Da sieht man es im Hintergrund. Die hat es da an der Stelle irgendwie zerlegt. So, ja, das ist der normale Schaden. Okay, krass. Warum schmeißt das Unholy Water? Er ist dann irgendwie... Hey, warum? Holy Water, ne? Nee, das ist Unholy Water. Achso, was war das andere eben? Ja, nochmal ein bisschen Tempo aufbauen. Jetzt schmeißt er Holy Water um. Wahrscheinlich da hoch, während sie reinkommt. Das wäre so sick. Es hat sie einfach genau getroffen. Lol. Aber wenn er keine Ausdauer hat, wirft er Sachen. Das ist der Grund. In der Zeit, in der er
Ausdauer regeneriert, nutzt er einfach Dinge, die Damage machen, wirft die. Sie ist übrigens durch den Move eben anscheinend komplett verbuggt und macht einfach nichts. Jetzt hat er... Okay. Ja, Leute. Ist das dumm. Ja, was jetzt noch? Ja. Das ist bescheuert. Leute, das Top-Kommentar ist einfach ein Banger. Ja. Das war meine Reaction auf Dark Souls 2 Speedrun. Also, der zweite hier war komplett absurd. Das ist einfach komplett absurd. Ich verabschiede mich. Viel Spaß beim nächsten Video. Wir sehen uns morgen. Tschüssi.